Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ghost Recon Wildlands. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir müssen jetzt El Politos Sportwagen klauen, damit wir die Navi-Daten rauskriegen. So, jetzt pass auf. Das Ziel ist da hinten. Ich glaube, das können wir zu Fuß gehen. Ja, querfeld ein ist nämlich kürzer, weil ich glaube, die berechnen hier wirklich die Wegstrecke. Aber wir nehmen die Luftlinie. Dann wird das schon wieder weniger. Gehe ich doch mal ganz stark von aus. Ja, wenn ihr wisst, wie das funktioniert mit der Entfernung, könnt ihr mal gerne mal einen Spruch loslassen. In den Kommentaren. So, ich laufe mal rüber. Bunk. Zack, zack. Oh, Glühwürmchen. Oh, Glühwürmchen. Fireflies. So, jetzt sind wir gleich da. Das ist diese Stadt nochmal, gell? Da waren wir doch schon mal. Oder diese Werkstatt, ne? Oh ja. Da ist noch ein Posten. Feindaktivität. Kommen die nehmen wir mit. Ach, das ist hier im Haus. Oh, man sieht gar nichts. Drohne. Setze Drohne ein. Was war das? Ach, hier. Ah, okay. Da ist noch ein Tango. Zwei Stück. Den habe ich gar nicht gesehen, siehst du? So. Alles klar. Wie spät ist denn das überhaupt auf der Karte? 0 Uhr. Warte mal, mit Shift kann ich doch die Zeit. Tageszeit auswählen. Ah, und dann muss ich Neustart machen. Nö. Wir lassen es jetzt durchlaufen. Wir haben es 0.44 Uhr. Ingame-Zeit. So, jetzt schauen wir mal, dass wir da auf irgendein Gebäude kommen, wo wir uns nicht verraten. Und dann gehen wir das ganz geschmeidig durch. Hier laufen Gegner rum. Das ist die Garage. Meldet euch, wenn ihr Politos Wagen seht. Alles klar. So, verschaffen wir uns mal einen kleinen Überblick. Das scheint mir doch eigentlich ein ganz gutes Gebäude zu sein. Okay. Ich bin auf dem Dach. Und Drohne Ahoi. Ich sehe eine montierte Waffe. Okay. Hab noch einen Tango.
noch ein dritter. Ja, das ist dunkle Nei. Wagen mit montierter Waffe. Na, ist da noch irgendwo Bewegung? Batterie. Auf jeden Fall die beiden schon mal weg. Geh in Position. Ich brauche eine bessere Position. Und verstanden. Unterwegs. Hab das Ziel. Roger, Ziel markiert. Bin schussbereit. Den nehme ich weg. Abschuss bestätigt. Und die Drohne nochmal los. Wie schön mein Bart leuchtet. Sag mir wo. Da drüben, bei der Kiste mit den Funkgeräten. Nochmal ein. Das kann ja nur noch in den Gebäuden sein. Da liegt doch einer und pennt. Ich sehe 10. Da ist auch noch einer. Allein nur in diesem Bereich sind unheimlich viele. Schuss gehört. Verstanden. Unterwegs. Brauche neue Position. Alles klar, Roger. Ziel erfasst. Ziel markiert. Die suchen uns. Vorsicht, Zeichen. Eröffne Feuer. Hab ihn, er ist tot. Hoppala. Roger, ich gehe in Position. Suche bessere Schusslinie. Shit, ich muss die Position wechseln. Ziel erfasst. Ich habe das Ziel. Bereit, auf deinen Befehl. Hab ihn. Sehr schön. Das war ja nix. Da. Granate weg! Ja, okay. Jetzt können wir gleich reingehen. Bevor wir hier noch weitermachen. Falsche Richtung, da muss ich hin. Vorsicht!
Hab ihn, er ist tot. Sauber. So, oh lala, guck dir das mal an. Da vorn, ich sehe Politos Wagen. Ja, jetzt gehen wir noch schnell hier durch. Hier sind bestimmt noch irgendwelche Gefäße. Da bist du ein Rebell. Hier ist auch ein Rebell. Hier waren wir nämlich schon mal. Das kommt mir sehr bekannt vor. Da Munition auffüllen. Okay, die Fahrt bei Nacht. Das wird jetzt spannend. Schauen wir mal Lamborghini, Digga. Was für ein Nobelhobel. Und das ist ein blutiges Kondom im Handschuhfach. Oh halt, zwei blutige Kondome. Ja, das ist eine Info, die wir brauchen, oder? Das ist selbst mit Kondom immer noch eine verdammt heiße Kiste. Ich habe das Narko-Geprotze nie verstanden. Ein teurer Schlitten mit Chromfelgen. Und trotzdem fährst du damit durch genau dieselben staubigen Städte wie vorher auch. Du willst unbedingt so eine Karre, habe ich recht? Schickes Auto, schicker Anzug, dieselbe Straße. Was noch? Klimaanlage. Okay. Wir versuchen mal ein bisschen das Auto heil ums Eck zu kriegen. Weil es ist doch sehr dunkel. Mal wieder. Ah, das gibt Flashbacks. Weil das Licht wird einfach nur von der Straße so geschluckt. Vor allem mit so einer Karre hier durch den Staub, wie er schon sagte, ne? So, wir sind da. Okay, jetzt sind Bowman und die ISA dran. Die checken das Navi des Wagens nach Orten, an denen sich Judy und Polito verstecken könnten. Nomad, wir wissen endlich, wo Judy und Polito sind. Die ISA hat das Navi des Wagens mit der Beschreibung des Gefangenen verglichen. Sie sind in einer Jagdhütte. Angeblich führen sie da auch ihre intensiven Befragungen durch. Schicken Sie die Daten. Wir kümmern uns drum. Bringen Sie sie unter die Erde. Und zwar so, dass es wehtut. Neuer Einsatz. Wir müssen in die Jagdhütte von den beiden. Und es ist schon hier. Wir wissen, wo Judy und Polito sind. Diese kranken Schweine sollen dafür büßen, was sie Sandoval angetan haben. Töten sie die beiden, egal wie. Okay, alles klar. Dann machen wir mal eine Schnellreise dorthin. Was kriegen die hier? Naja, egal. So. Okay, wir sind neu formiert. Am neuen Punkt 700 Meter. Das Stück Pharma. Anschnallen, Leute. Würden die nie durchpassen. Mit der Ausrüstung und so locker leicht durch die Seitenfenster rein. Im Leben nicht. So, wir sind jetzt schon mal im Suchkreis. So. So. Da ist das Gebäude, man sieht schon auf der Minimap. Okay.
Schattenwurf. Es ist verdächtig ruhig, ne? Zur Hütte vorrücken. Augen auf. Shit, wir haben Gesellschaft. Ach, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Warte mal. Die Drohne ist oben. Oder ist das unterm Berg? So, nachladen. Schlossknapp. Geht rein. Achtet auf Ecken und Eingänge. Oh, ich glaube, das ist unterirdisch. Kann das sein? Großes Bett. Hier muss es Sandoval erwischt haben. Bowman meint, sie haben ihn 48 Stunden am Leben gehalten. Der zähe Hurensohn hat lange durchgehalten. Er hat sicher darauf gewartet, dass wir kommen, und wir sind verdammt spät. Ist noch früh genug. Gabriel, wer weißt du, wovor du mich getroffen hast? Mamacita, ich war niemand, ein Nichts. Ich konnte mir ein solches Leben nicht einmal vorstellen. Eine so erfüllte Liebe, wie du sie mir jeden Tag schenkst. Gordo, so geht's mir auch. Ich war nur ein halber Mensch, bevor ich dich traf. Ein blasses Bild, völlig verschwommen, bis ich mich endlich durch deine Augen sah. Tja, gerade eben, als ich diesem Mann die Hände brach, stellte ich mir vor, er hätte versucht, dich zu berühren. Amor, du bist so eifersüchtig. Und jeder Finger, den... Oh, die Granate lag auf den Kisten. Kann mal einer kommen, mir ein Pflaster geben? Oh, wie schlecht. Warum hat das so lange gedauert? Judy und Polito sind ausgeschaltet. Kennen Sie diese Filme, wo immer so getan wird, als wäre Rache keine Lösung, als fühlte man sich danach nicht besser? Klar. Tja, ich fühle mich großartig. Das Ende dieser Turteltauben-Horrorshow hat uns Punkte bei den Einheimischen gebracht. Melden Sie sich, wenn es was Neues gibt. Bowman Ende. Kartell zerlegen, Einführung. Da haben wir jetzt, okay. Haben wir schon das erste Perle? Das Video schauen wir uns in der nächsten Folge dann an. Hier geht's noch runter. Oh. Ah, guck dir das an. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Alter, was sind das für Kranke? Wir haben sie aufgescheucht. Ja, nee, das ist ja abartig.
Die kommen nicht rein, gell? So, lass uns mal rauskommen. Nur aus dem... Ein Haufen Hauptleute. Granate fliegt. Da kommt der eine noch. Wir sind fertig hier drüben. Mann, sind die schlampig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, einmal kurz sammeln. Karte. Sicherheit destabilisiert haben wir jetzt. Okay. So. Dann bleiben mir hier nur noch zwei Missionen. Die und die. Aber ich glaube, die lassen wir mal außen vor, ehrlich gesagt. Und wir wandern dann Richtung Einfluss, oder? Produktion. Die Hammer. Ah, ich würde sagen, wir gehen in diesen Bereich rein. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt warten wir noch ab, bis wir dort sind. Und somit haben wir eigentlich schon die ersten des Kartells besiegt. Voll gut. Ja, warten nur noch zig andere. Wir schauen nochmal auf die Karte. Mission, da sind wir safe. Drei haben auch alles eingesammelt. Schau an. Die Waffenkisten, Zubehörkisten, Fertigkeitspunkte, Bonusorden. Richtig gut. Wir gehen mal aufs Kartell. So, die haben wir. Das ist unbekannt, unbekannt. Den haben wir hier. Leiter. Okay. Der Zwischenboss. Das ist der Drahtzieher, der die beiden dazugeholt hat. El General. Den haben wir hier. Ist auch unbekannt. Sieht man die auch auf der Karte? Das ist unbekannt. Unbekannt. Ein Tick zu weit. Schmuggeln. Ja, das sind die Schwierigkeitsgrade noch mit dabei. Unbekannt, unbekannt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge in den Bereich von Einfluss. Das macht mir eigentlich schon was her. Mal gucken. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Ghost Recon Wildlands. Ciao, macht's es gut.